Liebe Zuseher, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres YouTube Service Magazins. Heute mit unseren neuen G6 bzw. G3 LED-Wandmodulen. Es handelt sich hierbei um direktionale LED-Wandmodule, das heißt Frontblitzer oder Heckblitzer, je nachdem in welchem Bereich man des Fahrzeugs man die verbauen möchte. Die G3 sind die kleineren mit drei LEDs. Und die G6 sind die etwas größeren mit 6 LEDs. Aber wir haben zwei Besonderheiten bei dem System. Die erste Besonderheit ist, dass wir hier vor jeder der einzelnen LEDs, das heißt bei G3 sind es 3, bei dem G6-Modell sind es 6 LEDs, eine Streulinse mit 120 Grad Optik drauf haben. Das heißt, wir erreichen hier 120 Grad Warnabdeckung, somit auch eine perfekte Ausrichtung zu den Seiten, zum Beispiel beim Einfahren in den Kreuzungsbereich. Die zweite Besonderheit bei den Systemen ist, dass sie einmal in einer horizontalen Ausführung erhältlich sind und aber auch in einer vertikalen Ausführung. Dabei handelt es sich um zwei unterschiedliche Produkte, schauen zwar ident aus, haben jedoch unterschiedliche Optik drinnen und sind auch dementsprechend nach ECR 65 Klasse 2 zugelassen. Das heißt einmal die ganz normale horizontale und einmal die vertikale Ausrichtung. Zum Beispiel denke ich da an Fahrzeuge wie BMW, die ja diesen vertikalen Kühlergrill haben, oder Skoda zum Beispiel. Drei Besonderheiten sind es. Dritte Besonderheit ist, dass das die ersten Module sind, die ab Werk bereits mit einem steckbaren Leitungssatz kommen. Das heißt, wir haben hier die Möglichkeit, die Module im Schadensfall oder Bedarfsfall ganz, ganz einfach und schnell tauschen zu können. Diese Steckverbindung ist Standard. Das hier zum Beispiel demonstriere ich jetzt mal hier bei diesen G3-Modulen. Das wäre im Prinzip hier so der Standard-Lieferumfang. Es gibt hier ein gerades Stück, das ist Standard. Es gibt aber auch optional so ein Winkelstück. So sieht man es, glaube ich, ein bisschen besser. Es gibt auch so ein Winkelstück, damit es sozusagen nicht allzu weit hineinsteht. Ist aber wie gesagt optional. Das hier wäre die Standardausführung. Auch hier wieder einfach abstecken. Dann ist hier die Steckkupplung und hier ist dann das Modul mit hinten dieser Steckbuchse. Die Steckbuchse ist IP69K geschützt, das heißt Spritzwasserschutz, im Prinzip auch Hochdruckreiniger geschützt. Ja, das wäre es jetzt zu den mal die Grunddaten des Modells. Ich werde das vielleicht hier kurz natürlich demonstrieren. Das heißt, wir haben hier bei beiden Systemen eine ECR 65 Klasse 2 Zulassung. Also beim G3 und beim G6, sowohl in einer horizontalen als auch in der vertikalen Ausführung. Die Farbausführungen sind im Prinzip ganz normal Standard, wie überall anders auch. Das heißt, wir haben Blau, Grün, Gelb, Rot und Weiß. Es gibt bei den Sechsern eine Split-Version, das heißt, sind drei LED-Module zum Beispiel dann Blau und Gelb. Ist aber jetzt im Prinzip hier nicht zulässig. Also es gibt von dem Modell noch keine Dual Color, das heißt vollflächig umschaltbare Ausführung. So, wenn wir jetzt das Modul angesteckt haben, ich kann es auch jetzt zum Beispiel kurz hier demonstrieren. Wenn ich das hier ausstecke und stattdessen den Dreier anstecke, dann haben wir hier im Prinzip genauso wieder die Warnfunktion. Ich werde jetzt nur den Sechser anstecken, weil dann sieht man vielleicht die Blitzmuster ein bisschen besser. Das heißt, wir haben hier vielleicht einfach einmal hier zur Übersicht das Modul. Ich versuche das jetzt mal ein bisschen zu den Seiten zu neigen. Man sieht hier schön diese Off-Axis oder im Prinzip diese Streuneigung. Das heißt, dass die Module jetzt nicht nur wirklich ganz hell sind, wenn man direkt hineinschaut, sondern auch zu den Seiten hin, was natürlich dann im Kreuzungsbereich oder sowas mehr Sicherheit im Einsatzfall gibt. Wir werden es jetzt hier herstellen und jetzt werden wir mal hier durchschauen.
die Blitzfunktionen. Natürlich hat dieses Modell wie der 3 natürlich auch verschiedene Blitzfunktionen. Ich werde jetzt mal kurz durchtippen. Das heißt, wir haben hier langsam einen Doppelblitz, einen Einfachblitz oder ein Blinken. Dann hier ein bisschen durcheinander mit einer Abwechslung. Dann eben, wie gesagt, hier dieses Split-Muster, wo dann eben 3 links, 3 rechts. Auch das können wir in unterschiedlichen Schnelligkeiten wiedergeben. Genau. Aber dann, wie gesagt, im Prinzip, das wäre so dieser Standard-Doppelblitz. Es gibt zusätzlich eine Synchronisationsleitung, das heißt, dass wir ein Paar vorne oder hinten synchronisieren können. Zusätzlich haben wir auch hier die Möglichkeit einer Nachtdimmung. Auch das werde ich jetzt hier einmal kurz demonstrieren, dass wir jetzt diese Nachtdimmung, ich weiß nicht, ob man es überhaupt in der Kamera sieht, diese wäre jetzt aktiviert und hier ist sie wieder deaktiviert. Das Ganze geschieht hier einfach über diese freien Kabelenden, die bei dem Modul einfach dabei sind. Ja, vielleicht, weil hier natürlich noch viele Leute sich das auch nicht vorstellen können, wie sowas zum Beispiel in Blau aussieht, dann werden wir hier auch noch gleich ein blaues oder das Blaue aktivieren. Richtig herum. No. Richtig herum, habe ich wieder viel falsch gesagt. Na, rein mit dir. So, jetzt. Also, das wäre jetzt im Prinzip hier die blaue Ausführung. Auch hier vielleicht kurz dieser Test, dieses Off-Axis. Genau, glaube ich, sieht man ganz gut, wenn ich jetzt zum Beispiel hinten hier an unserer Wand anstrahle, dann glaube ich auch, dass man das hier sehr gut sehen kann. Die Module sind zusätzlich, ich schalte es jetzt vielleicht hier kurz wieder aus, die Blitzmuster sind natürlich ident zu denen im gelben Modus. So, das ist im Prinzip dieser Aufbaurahmen, der hier standardmäßig überall dabei ist. Bezüglich der Montage, nur für den Fall, dass man das, ich weiß nicht, ob das überhaupt sieht, diesen Punkt hier oben, das ist eine Belüftungsmembran, damit Feuchtigkeit vom Modul entweichen kann. Von der Montage her, also dieser Aufbaurahmen ist standardmäßig dabei, somit kann das Modul im Prinzip auf die Karosserie, Stoßstange oder sowas aufgeschraubt werden. Es gibt optional zusätzliche Montagebügel oder Montageausführungen. Das wäre einmal hier so ein ganz normaler L-Montagewinkel, mit dem das Modul dann im Prinzip hier, oder ich zeige es einfach einmal hier vor, wo das Modul dann einfach hier im Endeffekt irgendwo an der Karosserie hängend oder stehend oder im Kühlergrill dann seitlich verschraubt werden kann. Das war gesagt, dieser L-Montagewinkel. Es gibt auch einen Einbaurahmen sowohl für die G3 als auch für die G6 Module. Das ist hier so ein Gummirahmen. Auch hier ganz einfach. Das ist jetzt beim 3er Modul. Das wird hier einfach abgenommen und dann hier versenkt. Da muss die Karosserie dann entsprechend ausgeschnitten werden, dann kann dieses Modul im Prinzip versenkt verbaut werden und man hat hier quasi nur diesen Überstand von ca. 2 bis 3 mm. Wie gesagt, das gibt es für den 3er, das gibt es aber auch für den 6er. Und eine weitere Montagemöglichkeit wären dann hier so eine Klemmhalterung, die im Endeffekt wiederum so funktioniert. Das heißt, wir haben hier diese Klammer, das Modul hier drauf und dann gibt es so eine Klemmbacke, die ist jetzt irgendwo runtergefallen, ist jetzt gerade nicht da. Auf jeden Fall ist das hier eine Klemmbacke, mit der das dann im Prinzip
über zum Beispiel den Kühlergrill, über die Motorhaube oder dergleichen einfach drüber geschoben werden kann und wird dann festgezogen und dann ist das Modul ebenfalls hier fix in dieser Position fixiert. Ja, das wäre es im Großen und Ganzen. Das System ist relativ neu am Markt. Wie gesagt, finden Sie bei uns im Webshop unter www.911services.net. Gerne aber auch ganz normal als Bestellvorgang mit Telefon oder E-Mail an die office@911services.net. Im Internet finden Sie auch die Preise, Ausführungen und hochauflösenden Fotos. Ich bedanke mich wie immer fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Servus.